Eine Legende in der Wissenschaft. Studenten misshandeln ihre Kommilitonen im Keller der Stanford-Universität. You think you're a self-righteous, pious asshole? Fuck this experiment and fuck Dr. Zimbardo! Die Wissenschaftler wollen zeigen, welche Auswirkungen eine Gefängnissituation auf Gefangene und Wärter hat. Das Ganze eskaliert. Wenn mir jemand von den Gefangenen ins Gesicht sagen will, dass ich ein Arschloch bin, dann verstehe ich das. Die Idee dafür hat der US-Psychologe Philip Zimbardo. Er lässt die Quälereien 6 Tage lang zu. Ohne starke Führung, wie Zimbardo sie seinen Wärtern gab, machen die Menschen das nicht von allein. Hat er die Wärter zu Gewalt aufgefordert? Wenn du ihnen sagst, was sie tun sollen, ist das keine Wissenschaft. Kann eine Situation ganz normale Menschen innerhalb kürzester Zeit zu gewalttätigen Sadisten machen? Das jedenfalls will Philip Zimbardo mit seinem Experiment gezeigt haben. Ist es ihm gelungen? Ist es überhaupt ein wissenschaftliches Experiment? Und was können wir daraus für heute lernen? Eine Menge Fragen, auf die ich Antworten bekommen will. US-Gefängnisse in den 70er Jahren sind Orte, in denen Gefangene Erniedrigungen und Gewalt durch Wärter erfahren. Doch was ist der Grund? Die kranke Persönlichkeit einzelner Wärter? Oder reicht schon das krasse Machtgefälle? Philip Zimbardo ist damals 38 Jahre alt und glaubt, dass er eine Antwort darauf finden kann, mithilfe einer Gefängnissimulation. Das ist er übrigens gemeinsam mit seinem damaligen Assistenten Craig Haney und David Jaffe. Über mehrere Wochen bereiten sie sich akribisch auf das Experiment vor. Ihr Ziel ist es, eine so realistische Situation hervorzurufen, dass die Probanden gar nicht mitbekommen, dass sie in einer Simulation sind, sondern denken, sie sind in einem echten Gefängnis. Zimbardo und sein Team wollen alles beobachten. Sie nutzen Fotos, Videos, Audioaufnahmen, was zur damaligen Zeit was ganz Besonderes war. Dann schaltet Zimbardo diese Anzeige in 2 regionale Zeitungen. Es melden sich 70 Interessenten, am Ende wären es 24. Einige Bewerber werden aussortiert, die psychische Vorbelastung vorweisen oder die Erfahrung mit dem Gefängnis schon gesammelt haben. Am Ende wird die eine Hälfte per Los zu Gefangenen ausgewählt und die andere Hälfte zu Wärtern. Am 15. August 1971 lässt Zimbardo die Gefangenen von echten Polizisten verhaften. Das muss sich ziemlich real angefühlt haben. Im Keller müssen sich die Gefangenen ausziehen und Strümpfe über den Kopf ziehen, als Ersatz für eine Rasur. Damit will Zimbardo ein Gefühl von Machtlosigkeit und Entmenschlichung hervorrufen. Am Morgen des 2. Tages versuchen die Gefangenen eine Revolte. Die Wärter bestrafen sie mit Hilfe eines Feuerlöschers und Bettenentzug. Einige der Wärter, allen voran Dave Asherman, agieren danach von Tag zu Tag brutaler und drangsalieren die Gefangenen. Sie sperren Gefangene teils stundenlang in den engen Wandschrank ein. Die reagieren zunehmend bedrückt. Einige brechen das Experiment ab. Zimbardo selbst spielt den Gefängnisdirektor, agiert nicht als neutraler Beobachter, lässt den Ereignissen ihren Lauf. Schockiert von den Ereignissen drängt ihn seine Freundin, das Experiment abzubrechen. An Tag 6 zieht er die Reißleine, obwohl 2 Wochen geplant waren. Und sie hatte recht. Ich musste das Experiment beenden. Denn genau das war es, ein Experiment, kein Gefängnis. Es waren echte Jungs, die wirklich litten. Und das war mir nicht mehr bewusst. Ich und alle um mich herum, mit Ausnahme dieser Studentin, waren so tief drin in ihren Rollen, dass es schwer war, Realität und Simulation zu trennen. Zuerst will ich besser verstehen. Warum betrachten Experten das Stanford Prison Experiment heute kritisch? Ich habe mir dazu 2 Wissenschaftler eingeladen, die sich seit Jahren mit den Ursachen und Auswüchsen des Bösen in uns beschäftigen.
Henning Müller und Thomas Steger. Sie sind Teil des Themenverbunds Gewalt und Aggression in Natur und Kultur der Universität Regensburg. Das ist das Stanford Prison Experiment. Es ist erstaunlich eng in diesen Zellen, ja. Die ist natürlich extrem klein. Das ist ja, da kann man ja nur drin stehen. Das ist ein Schrank, ja. Das ist ja radikal. Ein bisschen schon, kann man sagen. Auch wenn man den amerikanischen Strafvollzug anschaut, ist es keine realistische Abbildung. Die Zellen sind auch in den 70er Jahren doch etwas größer gewesen. Ja. Wir haben auch die Nachstellungen von den Kleidungen. Ja. Das haben die freiwilligen Kriminellen erhalten und so sind sie dann in diesen kleinen... Und auch keine Unterwäsche durften sie tragen darunter. Ja? Also das ist natürlich ist auch insofern unrealistisch, weil so sieht die Kleidung nicht aus. Also soweit ich es verstanden habe, hat Zimbardo gesagt, okay, er weiß, es ist nicht eine exakte Nachbildung, denn natürlich sind die Gefangenen Freiwillige. Dieses wollte er ausgleichen, indem er dann die Bedingungen härter macht. Das ist auch zum Beispiel eine Erklärung für diese Ketten, die die tragen sollten. Die Idee von Zimbardo war zu sagen, okay, ich will, dass die tatsächlich in eine Situation quasi eintauchen, wo sie irgendwo an den Punkt kommen, dass sie ihre Situation als Realität erleben und eben nicht als Experiment oder als Spiel. Ja? Da glaube ich persönlich nicht, dass das methodisch auf diesem Weg erreicht werden kann. Lässt sich das heute noch rekonstruieren? Ich habe mir dafür einen Wissenschaftler geholt, der sich bis ins Detail mit dem Stanford-Experiment auskennt. Thibaut Le Texier. Wie kam er dazu? Ich hatte Aufnahmen über das Stanford Prison Experiment gesehen und wollte einen Film darüber machen. Ich bekam also etwas Geld von einem Produzenten in Frankreich und besuchte die Stanford Bibliothek, wo alles über das Experiment archiviert wird. Ich habe nicht erwartet, so viele Belege zu finden, dass es ganz anders verlief, als es in den Lehrbüchern steht.